Ihr Derivateportal eniteo.de präsentiert Ihnen eniteo TV. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eniteo TV. In unserem heutigen Spezial dreht sich alles um die Devisenmärkte. Zunächst aber der Blick auf die Top-Themen. Euro-Dollar. Warum schwächelt die europäische Gemeinschaftswährung? Belastungsfaktor. Würde es ohne Griechenland-Krise wieder aufwärts gehen? Und Fiscal Cliff. Welche Auswirkungen hat dies auf das Währungspaar? Und darüber spreche ich nun mit Jan-Christoph Sicking. Er ist Analyst für Devisenmärkte bei der DZ Bank. Hallo nach Frankfurt. Hallo, Herr Ohme. Herr Sicking, in der letzten Zeit erscheint der Euro ja gegenüber dem US-Dollar wieder etwas unter Druck gekommen zu sein, muss man sagen. In den Sommermonaten, da sah es ja eigentlich noch gut aus. Jetzt wieder die Kehrtwende. Woran liegt das? Also Herr Ohme, grundsätzlich ist die Beobachtung richtig. Die Euphorie, die wir in den Sommermonaten noch gesehen haben, die ist zuletzt verflogen. Die Gründe für die positive Entwicklung, die waren vielfältig. Auftakt hat mit Sicherheit die Ankündigung der EZB, notfalls unlimitiert Staatsanleihen zu kaufen gemacht. Dann war da natürlich auch noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der Rechtmäßigkeit des ESMs. Und zuletzt natürlich auch die Ankündigung der amerikanischen Notenbank, der Fed, eine dritte Runde von Anleihenankäufen zu tätigen. All dies hat natürlich dazu geführt, dass der Euro bis in den Septembermonat hinein gestützt wurde. Zuletzt haben wir allerdings gesehen, dass vermehrt Diskussionen über die Auszahlung der nächsten Tranche an Hilfsgeldern für Griechenland in den Mittelpunkt gerückt sind. Die Problematik ist hier, dass Sorgen bestehen, dass wenn es zu keiner Auszahlung kommt, dass das Land im Grunde vor einer Staatspleite, vor einem Staatsbankrott steht. Und in diesem Zusammenhang ist der Euro dann vermehrt wieder unter Druck geraten. Ursprünglich soll es ja so sein, dass Anfang der Woche im Rahmen des ECOFINS-Treffens, also des Treffens der Euro-Finanzminister, eine Lösung präsentiert werden sollte, dies ermöglichen sollte, die Gelder nach Griechenland freizugeben. Und jetzt wissen wir auch, wie das Treffen ausgegangen ist. Es wird ergebnislos abgebrochen. Vielleicht könnte man auch von einem Scheitern sprechen. Die Situation, vor der wir jetzt stehen, ist im Grunde eine, dass Griechenland immer noch kein Geld bekommen hat und dass durch das Scheitern des Treffens ein erheblicher Unsicherheitsfaktor immer noch im Markt besteht. Jetzt für nächste Woche ist ein neues Treffen geplant und da muss man mal abwarten, welche Ergebnisse dort präsentiert werden. Sie haben es gesagt, nächste Woche wird weiter debattiert und vielleicht Ergebnisse gefunden, wenn Griechenland bzw. die Auszahlung der nächsten Tranche der Hilfsgelder dann vielleicht als Belastungsfaktor wegfallen, wenn alles positiv ausgeht. Heißt das dann, dass es vielleicht mittelfristig für Euro-Dollar auch wieder bergauf gehen könnte? Also grundsätzlich rechnen wir nicht damit, dass es zu einem Staatsbankrott, zu einer Staatspleite Griechenlands kommt. Nichtsdestotrotz stehen eine Reihe von anderen Belastungsfaktoren bereit, die Griechen, die Hellenen als Faktor jederzeit abzulösen. Zu nennen wäre da zum Beispiel Spanien, das sich noch immer ziert, Rettungshilfen in Anspruch zu nehmen. Es könnte auch jederzeit ein anderes Land wieder in den Fokus geraten. Zuletzt ist es zum Beispiel Frankreich passiert, also einem Land, das traditionell zum Kern Europas gezählt wird. Nachdem Moody's Frankreich vom AAA-Rating herabgestuft hat und auf die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, aber auch die schwachen langfristigen Wachstumsaussichten verwiesen hat. Zuletzt dürfte auch die Wahl in Italien und der Wahlkampf in Italien durchaus das Potenzial haben, nicht spurlos am Euro vorüberzugehen und die Gemeinschaftswährung unter Druck zu bringen. Kritische Forderungen und Äußerungen im Wahlkampf gegenüber der Austeritätspolitik der Regierung, aber auch kritische Debatten über die Euro-Mitgliedschaft Italien dürften durchaus das Potenzial haben, den Euro unter Druck zu setzen. Und aus diesem Grund sehen wir auf Sicht von 6 Monaten durchaus auch, dass der Euro nochmal in die Defensive geraten könnte. Fiscal Cliff, das könnte ja das Wort oder das Unwort des Jahres werden. Da wird viel debattiert momentan in letzter Zeit. Wie ist denn hier die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fiskalklippe den Euro beeinflussen könnte? Also grundsätzlich, wenn wir über das Fiscal Cliff sprechen, wenden wir uns ab von der Problematik in Europa und schauen uns die Probleme der US-Amerikaner an. Was mit Fiscal Cliff gemeint ist, ist zunächst einmal, sind die Folgen im Grunde aus einer Reihe von Gesetzen, die zum Jahresende in Kraft treten können. Die Gesetze haben ihrerseits ihren Ursprung aus einem Streit über die Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA.
Und die Problematik, die im Grunde besteht, ist, dass die Gesetze, die zum Beispiel automatische Steuererhöhungen, aber auch Ausgabenkürzungen beinhalten, das Potenzial dazu haben, in ihrer Gesamtheit die USA nächstes Jahr in eine Rezession zu stürzen. Wenn man jetzt sich die Verhandlungen anschaut, ist durchaus damit zu rechnen, dass die langwierig sind und dass sie nicht einfach werden. Nichtsdestotrotz haben sowohl Vertreter der Republikaner als auch Präsident Obama ihre Bereitschaft bekundet, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Am plausibelsten halten wir es aktuell, dass es gegen Ende des Jahres, also noch im alten Kongress, dazu kommt, dass man sich auf einen Kompromiss einigen kann. Die automatischen Ausgabenkürzungen würden vorerst ausgesetzt werden und die aktuellen Steuersätze kurzfristig verlängert. Der Euro sollte dann nicht nachhaltig von dieser angesprochenen Problematik profitieren können. Nichtsdestotrotz sollte wieder erwarten, es zu keinem Kompromiss kommen. Dann dürfte mit Sicherheit der Fokus wieder vermehrt auf die strukturellen Probleme der USA gerichtet werden. Und der US-Dollar dürfte auch deutlich unter Druck geraten. Und Sie werden das Ganze für uns weiter beobachten. Besten Dank für heute, Jan-Christoph Sicking. Danke. Und zum Abschluss der Sendung folgt noch einmal der obligatorische Blick auf die Top-Themen. Euro-Dollar-Griechenland-Problematik führte zu einer neuen Euro-Schwäche. Belastungsfaktor neben Griechenland könnten andere Länder in den Fokus rücken. Und Fiscal Cliff, Euro dürfte davon nicht nachhaltig profitieren können. Damit sind wir nun endgültig am Ende von AnyTeo TV für heute. Das war ein Spezial zu den Devisenmärkten. Nächste Woche an dieser Stelle sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ihr Derivateportal AnyTeo.de präsentierte Ihnen AnyTeo TV.